Ich finde es einfach mega cool mit waschbaren Slip-Einlagen. Ich bekomme hier halt so ein kleines Doppelkinn, das hatte ich euch schon gesagt, kann man hier sowas tun. Und ich finde diese Massagedinger, vor allem wenn sie halt im Kühlschrank gelagert werden, ist es einfach noch ein komplett anderes Gefühl. Das fühlt sich wirklich so gut an. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe tatsächlich heute wieder ein Haul für euch. Ich hatte euch nämlich aber auch auf Instagram in meiner Story abstimmen lassen und ihr habt einfach mega Bock darauf gehabt. Es ist so ein bunter Mischmasch-Haul. Ich habe tatsächlich richtig coole Sachen bei Rossmann gekauft, aber auch Sachen bei Lookfantastic, bei Amazon, bei About You. Ich werde euch jetzt erstmal die größeren Sachen zeigen. Ich habe mir nämlich bei Amazon ein Kindle gekauft. Ich will mir nämlich unbedingt wieder vornehmen zu lesen. Was heißt, ich will mir vornehmen? Ich habe mir vorgenommen, wieder zu lesen und ich will jetzt lesen. Vor allem jetzt, wo wir den Balkon oben so schön gemacht haben. Also ihr seht ja immer in den Vlogs die ganzen Updates. Also schaut da gerne nochmal rein. In der Infobox ist unser Vlogkanal Cindy und Phil verlinkt. Und es wird halt immer schöner und ich kann mir einfach so gut vorstellen, mich einfach abends oder am Wochenende mal rauszusetzen mit einem Büchlein. Und ich bin gespannt, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eher ein Fan von diesen E-Books seid oder von diesen haptischen Büchern. Denn für mich ist das halt super praktisch mit so einem Buch, vor allem wenn Film mal irgendwie schläft oder ich früher wach werde oder so, dann leuchtet das auch nicht, dann stört es nicht. Und ich hatte früher schon mal ein Kindle, das war glaube ich, als das erste Kindle rauskam, habe ich es mir damals geholt und ich war damals ein riesengroßer Fan davon. Aber irgendwie habe ich das Lesen total vernachlässigt, was ich selber total schade finde und deswegen, ihr werdet mich bald wieder in der Instagram-Story am Start sehen. Dann habe ich hier noch so eine kleine Sache bei Amazon gekauft, die ich hier selber erstmal auspacken muss. Für das Make-up sind das diese Haarbänder. Habe ich mir in drei unterschiedlichen Farben gekauft, in weiß, rosa und schwarz. Es gab nämlich immer die Dreierpacks und ich fand das hier halt am schönsten. Und das macht man sich dann einmal hier so außenrum und kann sich dann die Haare nämlich so aus dem Gesicht nehmen, weil ich habe zuletzt mit Bronzer immer meine Haare gerne mitgeschminkt und das ist natürlich nicht so schön. Und ich dachte mir, dass das echt praktisch ist. Vor allem halt in drei unterschiedlichen Farben, die kann man dann waschen. Qualität fühlt sich gerade so lala an, also könnte auf jeden Fall besser sein, aber man kann halt nicht meckern für den Preis. Und bei About You habe ich mir Chucks gekauft. Ich liebe Chucks und ich habe halt eine echt große Schuhgröße. Bei mir sehen die immer voll groß. Also ich habe halt Größe 41. Ich finde auch, man selber denkt immer nur, dass die Füße so riesig aussehen und es fällt sonst kaum jemanden auf. Ich glaube, das hat aber jede Frau das Problem, außer Frauen, die Größe 37 oder 38 haben. Aber ich finde, ab 40 sieht es halt immer ein bisschen groß aus, aber bei Chucks geht das auch. Und ich habe mir jetzt weiße Chucks geholt. Ich hatte noch nie weiße Chucks. Jedenfalls vielleicht früher, als ich jugendlich war oder so. Aber ich habe aktuell schwarze Chucks und so grünliche. Und ich finde weiße jetzt für den Sommer halt mega schön. Ich muss aufpassen mit Sam, denn jetzt, wo Sommer ist, findet er natürlich auch jedes Schlammloch und so. Aber wenn er mir da nicht rauftritt, dann sollten die eigentlich recht lange halten. Also meine anderen Chucks habe ich jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre oder so. Also die halten ewig. Dann hattet ihr wahrscheinlich schon in meiner Story gesehen, das ist das absolute Herzstück aus dieser Bestellung. Es geht jetzt übrigens weiter mit Lookfantastic. Schaut euch da auf jeden Fall mal um, denn die haben super, also die haben wirklich eine riesengroße Auswahl. Werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe nämlich ein paar Sachen wieder nachbestellt, beziehungsweise auch neu bestellt, die ich jetzt austesten möchte. Ich habe da nämlich auch geshoppt, weil ich noch einen Rabattcode von denen hatte. Und die haben bis heute auch noch ein riesengroßes Angebot. Also wenn ihr das Video zufällig noch am Sonntag schaut, dann habt ihr noch Glück, denn bis heute Abend, also beziehungsweise Nacht, also den kompletten Sonntag, bekommt ihr nämlich noch 25% auf nicht reduzierte Artikel und sogar 11% auf bereits reduzierte Artikel. Also es ist eine Menge Geld, was man da zusätzlich sparen kann und wie gesagt auch Neutrogena, alles Mögliche gibt es da, was ihr auch in der Drogerie zum Teil findet. Aber natürlich auch so Special-Sachen, auch Lockenstäbe, Glätteisen, was auch immer. Ich bestelle ja zum Beispiel auch immer meine Amazon-Sachen und ich habe jetzt einen Kühlschrank bestellt von Style Pro, ein Beauty-Fridge. Ich habe mich immer gefragt, ob es sich lohnt, so einen Kühlschrank zu bestellen. Ich hatte eh nie den Platz dafür, deswegen habe ich es bisher auch nie gemacht. Das ist jetzt mein erster und hoffentlich einziger und langlebender Beauty-Fridge. Und Leute, ich wusste einfach nicht, dass mir so ein Beauty-Fridge bis jetzt gefehlt hat. Ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist, so einen Teil bei sich stehen zu haben. Ich habe da meine Cremes drin, ich habe da meinen Rosenquarzroller drin. Und ich nehme mir jetzt einfach viel lieber Zeit für meine Beauty-Routine. Vor allem auch Nagellacke kann man da gut drin lagern, denn dann könnt ihr damit besser eure Nägel lackieren. Also ich finde ihn wirklich top. Man kann ihn ganz leicht hinten
kalt oder auch warm stellen. Ich habe ihn natürlich auf kalt gestellt und der kühlt halt wirklich perfekt und es fühlt sich einfach so schön an. Also er sieht zum Teil auch richtig schön und stylisch aus, finde ich. Aber es fühlt sich einfach auch so schön an, die Pflegeprodukte gekühlt aufzutragen. Vor allem jetzt im Sommer, das ist so ein Unterschied. Dann habe ich mir aber auch, gibt es nämlich zum Beispiel auch bei Lookfantastic, den Tangle Teaser geholt. Die Tangling Hairbrush. Damit bekommt man halt super die Haare durchgekämmt und das ist so ein stylisches mattes Schwarz. Also das sieht richtig schön aus. Und ich hatte nämlich in der Drogerie eigentlich immer nur so diese typischen bunten gesehen, die es dann natürlich auch gibt bei Lookfantastic, aber ich finde dieses stylische matte Schwarz mega schön. Und ich finde, das ist bei mir so die einzige Haarbürste, die perfekt ist, wenn die Haare nass sind. Man sollte die Haare eigentlich nicht im nassen Zustand kämmen, I know. Den Tipp will ich auch nochmal an euch weitergeben. Versucht eure Haare wirklich erstmal trocken zu föhnen oder so. Aber ich kämme sie trotzdem manchmal durch, wenn die Haare nass sind. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Manchmal mag man sich einfach nicht an so bestimmte Vorgaben halten. Und dafür ist der Tangle Teaser halt super. Oder wenn die Haare so verknotet sind, wenn zum Beispiel in Hamburg wieder sehr windig war, man zum Beispiel auch im Urlaub am Meer ist, dann sind die Haare auch oft so richtig verknotet und man hat Angst, da was kaputt zu machen. Und das ist mit dem Tangle Teaser halt echt so eine Rettung. Also da kommt man richtig gut durch die Haare, ohne dass da irgendwas reißt oder bricht oder strapaziert wird. Dann, ich hatte ja letztens erst meine Olaplex-Sache nachgekauft. Ich war jetzt aber ja letztens auch beim Friseur und ich habe ihn gefragt, ob sich das Olaplex Nummer 4 lohnt. Das ist nämlich recht neu. Das ist ein Deep Cleansing Shampoo, also Tiefenreinigung. Ich dachte nämlich, das braucht man eigentlich nicht. Er meinte, doch, das ist wirklich mega nice, vor allem jetzt das Neue von Olaplex. Und er würde mir empfehlen, ab und zu einfach so alle 2 Wochen mal meine Haare damit zu waschen. Und das ist gut für die Haare. Da wird wirklich nochmal so alles an Rückständen, Dreck und so weiter entfernt, damit die Haare einfach wieder so free sein können. Und ich bin ja, wie gesagt, eh ein Fan von den Olaplex-Produkten und ich dachte mir, jetzt wo noch die 25% sind, nutze ich das einmal aus. Ist auch alles in der Infobox verlinkt. Rabattcode und auch die Produkte, die ich euch hier von Lookfantastic zeige. Ich habe mir auch neue Make-up-Produkte geholt. Zum einen von Too Faced den Lip Injection. Das ist ein Lip Balm. Power Plumping Liquid Balm. Und ich habe den nämlich letztens bei Sephora gesehen und dann habe ich mir nämlich gedacht, nein, ich bestelle den lieber online bei Lookfantastic, weil ich da den Rabatt hatte und die Produkte, vor allem High-End-Produkte, sind ja auch immer recht teuer. Deswegen, den habe ich mir mitgenommen, den habe ich auch schon ausgetestet. Der ist mega schön auf den Lippen und der brennt auch nicht so. Also manche Lip-Injection-Produkte sind halt so echt prickelnd und manchmal too much von Too Faced. Der ist aber echt mega nice. Also man merkt das so mini, mini, mini dezent, aber überhaupt nicht erwähnenswert eigentlich. Also das ist echt ein schönes Produkt. Und vor allem die Farbe ist auch sehr schön. Ich habe mir auch von Laura Mercier, das kenne ich noch gar nicht, also das habe ich jetzt so fresh entdeckt quasi, Secret Blurring Powder for Under Eyes. Also das trägt man dann unter den Augen auf und das ist extra ein Puderprodukt, was sich halt dann perfekt mit dem Concealer vertragen soll, was gleichzeitig so einen Weichzeichner-Effekt machen soll und ich hoffe, der setzt sich nicht im Laufe des Tages ab. Das ist mir halt super wichtig. Den werde ich noch austesten, den habe ich bis jetzt halt noch nicht probiert. Und ich habe aber auch die Pflegeprodukte für Phil direkt wieder nachbestellt. Der hat so eine richtig sensible Haut. Also wenn ich immer denke, ich habe eine empfindliche und sensible Haut und dann seine Haut sehe, dann denke ich mir immer, okay, ich sollte wirklich nicht meckern. Das ist halt so die Pflegeroutine, mit der er am besten zurechtkommt aktuell. Das ist einmal von La Roche-Posay. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Tolerian Ultra Dermalergo. Hydrates and helps to repair skin barrier. Und das ist halt ein Serum, was er sich vor dem Schlafengehen aufträgt. Und darüber am Abend dann nämlich die von La Roche-Posay Tolerian Sensitive Rich. Ist auch nochmal eine Hydrating-Creme und die gleichzeitig auch wieder die Hautbarriere schützt und das verträgt er halt wirklich am besten. Es ist halt etwas dicker, deswegen für den Abend. Zieht halt nicht so schnell ein, aber wenn ihr wirklich so richtig krasse Hautprobleme habt und empfindliche Haut habt oder Haut, die so richtig rot und gereizt wird und sich pellt und so, dann könnt ihr das echt mal ausprobieren, weil wie gesagt, das sind die Produkte, mit denen er am besten zurechtkommt. Und für den Tag hat er nämlich die Hydration Moisture Cream von Clinique. Die spendet nämlich auch extra Feuchtigkeit, ist aber eher so geliger von der Konsistenz. Also wirklich perfekt für den Tag, weil sie schnell einzieht. Man merkt es nicht und ich finde, ich persönlich habe da kein Problem mit, aber ich weiß, dass viele Männer da ein Problem mit haben. Wenn die Creme nicht richtig einzieht, dann wird sie halt auch nicht genutzt, weil sie ansonsten stört. Und die von Clinique ist halt wirklich so die perfekte, leichte Pflege für den Tag. Ich hatte die auch schon mal, die ist auch wirklich perfekt, wenn man die für unter dem Make-up verwenden möchte, weil sie halt sehr schnell einzieht, so gelig ist
und einfach wie so ein Film auf der Haut liegt, den man aber gar nicht merkt, aber gleichzeitig halt auch richtig schön Feuchtigkeit spendet. Dann geht's weiter mit Rossmann. Da war ich jetzt nämlich vorgestern einkaufen und habe mir einige Produkte mitgenommen, die ich brauchte, wie zum Beispiel hier Wattepad. Die brauchte ich einfach wieder von Isana. 100% Baumwolle, hier sind 140 Stück drin. Weich und fusselfrei. Die benutze ich halt einfach manchmal für meine Augen, um noch Reste zu entfernen und so. Das ist echt mega nice. Kaufe ich aber ja immer wieder, wie ihr wisst. Dann habe ich jetzt auch eine waschbare Slip-Einlage gekauft. Ich habe nämlich schon die waschbare Binde. Die ist im Ehrlichsten ein bisschen dick, wenn man die so für Zwischenblutungen nutzen möchte. Die ist von Selena Care, Dare to Care. Die sind 5 Stück drin. Und ich finde es einfach mega cool mit waschbaren Slip-Einlagen. Vor allem, weil die halt weich im Höschen liegen. Und ich habe ganz oft das Problem, dass es sonst zwickt und klemmt und es fühlt sich einfach nicht so schön an, wenn man sie zum Beispiel daily trägt. Weil ich habe halt gerade wieder so ein bisschen mit diesen Zwischenblutungen zu kämpfen. Also jetzt nicht dolle, aber immer mal wieder. Man weiß halt nicht, ob sie kommen, wann sie kommen. Und deswegen ist es damit einfach sicherer und komfortabel. Und dann habe ich aber auch For You Beauty eine Haarturban gekauft mit Recycling Mikrofaser. Ist eine limitierte Edition. Trocknung und Haarschonung, saugfähig und weich. Es gab hier unterschiedliche Farben. Ich habe zum Beispiel noch ein Hellgrau gesehen. Ich habe mich jetzt aber für dieses Lachsfarbene entschieden, weil ich finde, das passt irgendwie besser in unser Bad. Und ich finde es halt sehr praktisch mit Haarturbanen, weil die halt wirklich nicht so schädigend sind, wie zum Beispiel, wenn man die Haare in ein Handtuch einwickelt. Und es fühlt sich einfach richtig weich an und es trocknet sehr gut. Dann gab es auch neue Invisibubble. Das ist nämlich auch eine Limited Edition. Sponchy Original Style Icon. Und es gab die auch noch in so einem Blau. Habe ich wirklich überlegt, ob ich nehme. Ich habe mich jetzt aber für das Beige entschieden, weil ich irgendwie finde, dass es besser zu mir passt. Aber dieses türkise Blau, was es da noch gab, ist halt perfekt auch für den Urlaub. Also wenn man am Meer oder so ist und sich dann die Haare zurückbinden möchte. Und ich finde die Invisibubble halt wirklich immer gut, die Sponchies, weil sie nicht diese Abdrücke hinterlassen. Ich habe zum Beispiel gestern Abend auch die ganze Zeit ein Invisibubble getragen und man sieht hier, ich habe die Haare heute nicht mehr geglättet oder so. Ich habe wirklich nichts mehr damit gemacht. Man sieht hier keinen Abdruck, finde ich. Vielleicht so ganz leicht hier eine Welle, aber die kann auch sein, weil es gerade einfach mega heiß ist. Ich habe mir auch noch von For You Beauty ein Wimpernbürstchen aus Kunsthaaren gekauft. Finde ich einfach sehr praktisch, um sich die Wimpern in Form und zurecht zu kämmen und ist ganz oft ja auch am Produkten hinten dran, aber manchmal ist das Wimpernbürstchen gut, was am Produkt hinten dran ist. Manchmal nicht. Ich hoffe jetzt nämlich, dass das extra Bürstchen hier gut sein wird. Dann habe ich von Freiöl etwas gekauft und zwar ein Pflegeöl gegen Narben, Dehnungsstreifen und Pigmentflecken. Extra für trockene und sensible Haut. Zieht schnell ein. Ich habe das noch nie gehabt. Ich kann euch nicht sagen, ob es wirklich schnell einzieht und gut ist. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil vor allem an den Beinen. Ich habe ja generell immer so ein bisschen mit kleinen Pigmentflecken zu kämpfen, was ich aber nicht sonderlich schlimm finde. Aber ich habe halt auch so leichte Dehnungsstreifen, weil ich früher sehr schnell gewachsen bin und deswegen habe ich überall im Körper so leichte Dehnungsstreifen und aber auch sehr viel Narben. Ich bin wirklich so richtig vernarbt. Also ich bin halt oft in der Kindheit hingefallen oder habe wirklich in der Kindheit so einiges zugelegt, aber auch von meinen Muttermalen, die ich immer wieder rausschneiden lassen muss, weil sie verdächtig aussehen. Und davon habe ich halt auch so wirklich am ganzen Körper eigentlich Narben. Und vor allem an den Beinen herum habe ich die meisten Narben. Deswegen, ich werde es mal austesten. Und auch For Your Beauty habe ich eine Haarschere aus rostfreiem Edelstahl. Und ich bin sehr gespannt, denn Ich bin sehr gespannt, ob ich es durchziehe. Ich denke aber schon, denn ich habe bald etwas ein bisschen geplant, was so veränderungstechnisch gesehen anders sein wird bei meinen Haaren. Und ich dachte mir, da kann eine Schere nicht scheiden, aber mehr verrate ich noch nicht. Und sowas wollte ich schon lange haben, habe es immer wieder vergessen zu kaufen oder ich habe halt nicht einen gesehen, der mir gefällt. Sieht übrigens auch wieder richtig schön aus, weil es so matt schwarz ist. For Your Beauty Strähnenkamm 100% recyceltes Plastik. Entwirren und kämmen für dickes und lockiges Haar. Finde ich halt super, wenn man sich tatsächlich die Haare wellt oder lockt, damit dann durch die Haare zu gehen, weil dann sehen die Locken einfach nochmal anders und schöner aus, wie wenn man wirklich mit so einer Haarbürste durchgeht, wie ich das aktuell mache. Also für Locken echt ein schöner Kamm. Oh mein Gott, Leute, dann habe ich einfach das Maybelline Fixing Spray wieder bei Rossmann gefunden. Fragt mich nicht wie, warum, weshalb. Ich habe es ja super lange einfach nicht mehr gefunden. Das gab es halt noch online, aber ich habe es mir nämlich jetzt direkt einmal wieder mitgenommen. Das Lasting Fix, das ist ein Make-up-Setting-Spray, das bis zu 16 Stunden ein mattes Finish zaubern soll und bis zu 16 Stunden das Make-up haltbar machen soll. Ist halt der perfekte Dupe zu Urban Decay. Kam ja auch in meinem Dupe-Video. Also falls ihr das Dupe-Video noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt rein. Das kam jetzt letzten Mittwoch online. Geht einfach mal auf meinen Kanal in die letzten Videos oder ich verlinke es euch auch nochmal am Ende hier.
Und dann könnt ihr euch das Dupe-Video auch gerne anschauen. Und ich habe aber auch noch ein zweites Fixing-Spray, nämlich Glow Fix, gekauft von Revolution. Ich mag dieses Glowige aktuell halt richtig gerne. Das ist ein Illuminating Fixing-Spray. Ich hatte mal früher die Fixing-Sprays von Revolution, fand die halt wirklich richtig gut. Aber ich gehe einfach so selten zu Rossmann, sondern ich bin ja fast immer beim DM. Deswegen habe ich jetzt direkt wieder die Chance genutzt und das einmal mitgenommen. Weil das habe ich letztens nämlich vergessen, als ich beim Rossmann war. Und jetzt, wo ich meinen Beauty-Kühlschrank habe, habe ich mir nämlich noch, ich habe ja den Rosenquarz-Roller schon und jetzt habe ich mir noch von Beauty for You den Gua Sha Massagestein geholt. Alleine auch, ich bekomme hier halt so ein kleines Doppelkinn, das hatte ich euch schon gesagt. Ist nicht schlimm, ist nicht erwähnenswert, aber trotzdem finde ich, kann man hier sowas tun und ich finde diese Massagedinger, vor allem wenn sie halt im Kühlschrank gelagert werden, ist es einfach noch ein komplett anderes Gefühl. Das fühlt sich wirklich so gut an und deswegen wollte ich jetzt den Gua Sha Stein auch mal ausprobieren. Ich habe halt sehr viel Gutes davon gehört, habe den aber noch nie getestet, aber weil ich ein Fan von dem Roller bin, denke ich, dass der mir auch ganz gut gefallen wird. Und die habe ich jetzt einfach mal mitgenommen, weil ich nutze halt manchmal die Abschminktücher, wenn ich hier Videos drehe und was schminke, weil ich habe hier nämlich, das ist ja das Wohnzimmer hier und hier ist es nämlich nicht so viel, deswegen habe ich manchmal einfach die Abschminktücher hier liegen, falls mal irgendwas daneben geht oder so, damit auch nichts auf den Teppich kommt. Ich kenne die aber noch gar nicht von BB. Ich muss aber sagen, ansonsten, ich schminke mich jetzt zuletzt gar nicht mehr mit Abschminktüchern abends ab, sondern benutze wirklich etwas Reinigendes für das Gesicht, damit ich das Gesicht wasche. Oder ich benutze Gesichtswasser. Aber wie gesagt, für eine Notlösung finde ich die Abschminktücher immer ganz gut. Das hier sind jetzt die intensiven Reinigungstücher von BB für alle Hauttypen mit natürlichem Jojobaöl, mit Micellentechnologie. Und ich kenne die, wie gesagt, noch nicht. Also die gelbe Verpackung habe ich noch nie getestet. Und ich habe mir Lippenprodukte gekauft. Zwei davon habe ich heute auch auf den Lippen. Und zwar habe ich hier einmal... Nee, Moment, den muss ich holen. Der liegt noch oben, den ich heute auf den Lippen habe. Den Lip Liner habe ich nämlich auf den Lippen. Das ist der von Maybelline. Ich liebe generell die Maybelline Lip Liner, weil die sehr schön cremig sind. Und das hier ist die Farbe Gone Great. Finde ich halt sehr schön. Also ist so ein bräunlicher Ton, der tatsächlich so ein bisschen in dieses Graue geht, so Stone-mäßig. Mag ich sehr gerne. Und dann auch noch von Maybelline hatte ich nämlich auch schon mal die Farbe. Die fand ich sehr schön. Nude Whisper. Das war eine Zeit lang mein liebster Lip Liner. Generell habe ich auch komplett auf den Lippen getragen, also komplett den Lippen ausgemalt. Kann man halt auch super machen mit den Maybelline Lip Linern, weil die halt wirklich schön cremig sind und perfekt sitzen. Und es ist halt für mich das perfekte Nude. Und dann aber auch noch, ich fand nämlich die Farbe sehr interessant, den hatte ich noch gar nicht, auch von Maybelline, die 132 Sweet Pink. Sieht halt wie ein richtig schönes, zartes, leichtes Rosa aus. Und sowas habe ich nämlich eigentlich noch gesucht, was die Lip Liner angeht, weil die meisten Rosatöne sind mir einfach zu intensiv und too much. Und deswegen, ich hoffe, ihr seht ihn jetzt ja mal geswatcht, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein schöner Lip Liner Farbton ist für so zarte Looks. Und ich bin absolut in love, was die Lipglosse angeht von Maybelline. Ich habe mir jetzt zwei nochmal nachgekauft und den einen habe ich jetzt gerade auch auf den Lippen. Das ist der Lifter Gloss. Hier ist nämlich auch Hyaluronic Acid mit drin. Das ist die Farbe 006 Weave. Und er ist schon sehr deckend, sehr farbenfroh. Bis jetzt habe ich von Maybelline eher so leichte Glosse, aber der ist schon sehr intensiv, finde ich. Und habe ich jetzt nicht erwartet, finde ich aber trotzdem richtig schön. Also ich liebe die Glosse. Ich kann mich wirklich nur wiederholen. Ich habe hier nämlich auch noch den gleichen Gloss gekauft in der 21 Gummy Bear. Der ist ja auch jetzt recht neu. Und den hatte ich zum Beispiel beim DM nicht gesehen. Der war da komplett ausverkauft. Bei Rossmann gab es ihn noch. Deswegen, ich freue mich wirklich sehr, weil das ist eigentlich der Farbton, hinter dem ich schon vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so hinterher war, als es jetzt neu rausgekommen ist. Und ich finde das Rosa halt sehr schön, weil es so schön dezent und zart ist. Passt vermutlich, hoffe ich, perfekt zu dem Lip Liner, den ich mir von Maybelline geholt hatte. Ich würde mich über euer Feedback jetzt in den Kommentaren freuen, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, da würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns hier am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Bis dann, tschüss!